Willkommen live auf Twitch, Aufzeichnung auf YouTube. The Ancients, die Altvorderen unserer Menschheitsgeschichte. Ein Steinzeitspiel, ein Steinzeit-Runden-Strategiespiel und eine Mischung von 4X-Strategie, also einem rundenbasierten Gameplay auf Hexfeldern typischerweise, in dem man nicht genau weiß, wie die Landschaft um einen herum aussieht und man erkundet den Fog of War. Eine Mischung von 4X-Strategie und von nomadischem City-Builder, würde ich behaupten. Normalerweise City-Builder, Städtebauspiel, so das stabilste und immobilste, das es gibt. Hier spielen wir aber nomadische Steinzeit-Clans, bewegen uns über die Karte hinweg, erkunden sie, decken sie auf. Hin und wieder machen wir Zwischenstationen, vielleicht vertreiben wir Säbelzahntiger aus einer Höhle und versuchen dort den Winter zu überleben. Das ist besonders schwierig. Wir sammeln Holz für unser Feuer, sammeln Nahrung ein, stellen, erforschen Gegenstände, Jagdspeere, Äxte und andere Geschichten, stellen die selber her. Sehr spannendes Spiel. Ich zeige euch jetzt bereits die Early Access Mischung, die Early Access Version, die am 5. Juni erscheinen wird auf Steam. Entwickler kommen aus der Türkei, mit einem kleinen Publisher sind die verbündet. Und die Version ist für eine Early Access Version erstaunlich umfangreich. Wenn man sich anschaut, was teilweise sonst in den Early Access geht, da können sich andere, finde ich, andere Entwickler mal eine dicke Scheibe vom Umfang hier bei diesem Spiel abschneiden. Das Spiel ist auf Englisch und auf Türkisch. Beide Versionen sind da. Ich spiele aus naheliegenden Gründen auf Englisch. Ob eine deutsche Version kommt, weiß ich nicht. Es gibt eine Kampagne, es gibt ein umfangreiches zweiteiliges Tutorial mit einer sehr angenehmen Lernkurve. Das spiele ich zu Beginn, damit er ins Spiel reinfindet. Und es gibt das Spiel noch auf Zufallskarten. Das heißt, der Umfang ist wirklich ein großer. Es gibt einen sechsteiligen Tech Tree, in dem man so langsam vorankommt. Ich zeige euch mal. Viel Vergnügen hier. Bin nicht wundern, ich gehe beim Ton, mache ich geringfügig lauter, weil wir gleich nämlich, wenn man jetzt das Tutorial startet, dann wird alles im Hintergrund ein bisschen lauter sein auch wieder. Und wir spielen einmal das Tutorial. Ich habe es schon komplett gespielt, aber ihr kommt so gut ins Spiel rein. Das ist echt gut gemacht hier. Wir machen zuerst das Basic Tutorial, das dann für Fortgeschrittene dahinter. Auf YouTube. Sag mir kurz Bescheid, ob der Hintergrund so stimmt. Noch kann ich leiser lauter machen. Den YouTube-Leuten sei gesagt, hier drunter in der Textbeschreibung ist ein Link, der auf die Homepage des Entwicklerstudios führt. Dort könnt ihr weitere Infos zum Spiel finden. Auch ein Link, der auf die Steam-Shop-Seite führt. Und wenn ich euch einen Rat geben darf, wenn ihr euch für diese Art von Spielen interessiert, ihr müsst noch gar nicht wissen, ob ihr es euch holen wollt oder nicht, wishlistet doch vielleicht das Spiel auf Steam oder macht ein Follow dort auf der Steam-Seite. Das ist eine coole Unterstützung für die Entwickler, kostet euch kein Geld, ihr bekommt E-Mails raus bei Rabattaktionen beim Release, alles gut. Leiser machen, lauter machen, kurzes Feedback aus dem Chat. Musik ist zu laut, finde ich. Ich gehe nochmal kurz ins Hauptmenü und wir machen doch ein bisschen leiser wieder. Ich gehe mal auf 50 runter und hoffe, dass es dann dadurch passt dann. 50 hatte ich eben, das war so grenzwertig. Ich gehe mal auf 40 und hoffe, dass das dann so okay ist. Viel Vergnügen, meine Damen und Herren. In der Steinzeit. Steinzeit-Rundenstrategie, Mischung von 4X-Strategie und vornomadischem City-Builder vor 762 interessierten Leuten auf Twitch. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid bei WB, Writing Bull. Ich mache ganz oft Preview-Streams von Strategiespielen, von Aufbauspielen, von City-Bildern und von 4X-Strategiespielen vornehmlich. Insofern eine coole, passende Mischung hier. Freue mich sehr, das Spiel entdeckt zu haben. Ja. Viel Vergnügen und bitte denkt dran, das ist Pre-Early Access. Das heißt, nichts hiervon ist final. Fehlerchen können passieren, Balancing ist nicht final und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Änderungen noch. Also erwartet nicht ein gepolischtes, rundum auf Top-Qualität schon gebrachtes Spiel. Das kommt alles noch. Early Access ist immer ein Angebot für euch. Ihr könnt das Spiel zum Early Access schon kaufen, könnt es dann selber auch spielen und habt dann irgendwann die Full-Release-Version. Oft ist die Early Access Version ein bisschen billiger als die Version später, aber ihr könnt natürlich auch erst zum Full Release euch ein Spiel holen, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Vergnügen hier. Im Augenblick ist noch der Ladebildschirm da, gleich geht es los. Richtiger Kommentar von Wie das sind die im Chat, wenn WB keinen Bug findet, ist es nicht real. Eventuell werde ich die Bugs sogar jagen gehen, die großen Käfer, mit meinem Holzspeer und mit meiner
was weiß ich, mit meiner Steinzeiter-Axt, an dem ich einen Feuerstein-Keil, den ich anschärfen werde, befestigen werde und so weiter. Ja. Ein sehr langer Ladebildschirm. Hat sich das Spiel aufgehängt, das wäre ein schöner Start hier. Also das ist als Ladezeit zu lange. Ich dachte, ich glaube, ich habe zu viel hin und zurück geladen. Wenn man mal Restart Level. Ja, jetzt hat es geklappt. Das ist das Tutorial, da sind wir. Und wir beginnen hier vorne auf dieser geskripteten Karte. Zweiteiliges Tutorial, wie gesagt. Wir fangen mit einem, also der Stamm besteht aus Clans. Und wir haben im Augenblick einen Stamm, der aus einem Clan besteht mit einer Person. Unten rechts kann man das sehen. Links ist die Minimap, auf der rechten Seite ist die Übersicht über die Bedürfnisse, die unsere Leute haben. Sowas wie Durst und wie Hunger, wie Hitze, also Wärme, wenn man ein Feuer schlägt, ein Camp errichtet, ein Lager, dann steigt das. Dann gibt es einen Gemeinschafts- oder Geselligkeitswert und einen Sicherheitswert. Und wenn alle diese Werte stimmen, die Entwickler beziehen sich dabei auf einen den Mitbegründer der humanistischen Psychologie, Maslow heißt der, und haben von dem dieses Schema übernommen. Wer Psychologie studiert hatte oder sich dafür interessiert, weiß, was ich meine. Oben haben wir noch einen Hinweis auf die Jahreszeit. Hier oben wird uns angezeigt, wann der Winter da ist. Die gefährlichste Jahreszeit für uns. Dann sollten wir ein Dach über dem Kopf haben oder eine Höhlenwand, Vorräte haben und so weiter. Unten wird angezeigt, wie das Wetter ist. Ist es zum Beispiel regnerisch, müssen uns nicht so viel Sorgen darum machen, dass unsere Leute durstig werden. Rechts oben sehen wir das, was wir... Ist der Ton okay oder soll ich lauter stellen oder leiser? Entschuldigt, dass ich mal frage. Sag mir bitte kurz Bescheid, ob es jetzt mit dem Hintergrund passt. Noch kann ich lauter und leiser stellen. Oben seht ihr ein paar Basiswerte. Wir haben eine Person im Stamm drin. Wir haben 20 Holz gesammelt. Wir haben noch keinen Feuerstein bislang gesammelt. Wir können Leder gleich erbeuten und Knochen. Und das ist die Anzahl nicht von Fleisch. Das ist nur ein Symbol für Nahrung. Die Anzahl der Nahrungsvorräte, die wir haben. Und die ist wiederum aufgeteilt. Hier rechts seht ihr, es sind verschiedene Arten von Nahrung. In rohes Fleisch, in See, in Fische oder auch Muscheln beispielsweise, Pilze und vieles andere mehr. Und links seht, wird uns angezeigt, wie lange wir überleben könnten bei der bisherigen Anzahl von Vorräten, die wir haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Camp aufschlagen würden, also ein Lagerfeuer errichten würden, da könnten wir das 6 Runden lang mit Feuer betreiben. So lange könnten wir das machen und das ist die Anzahl der Runden, die wir überleben können, wenn wir keine weitere Nahrung sammeln, aufgrund unserer jetzigen Vorräte. Das wären 24. Und hier wird uns angezeigt, wie viele Forschungspunkte wir pro Runde im Augenblick generieren. 2 haben wir und da können wir auch gleich Forschung betreiben. Das Tutorial schaltet so allmählich verschiedene Funktionen frei und ist gut geeignet, um in das Spiel reinzukommen. Wir haben unten, seht ihr es, 3 Aktionspunkte im Augenblick. Das ist relativ viel. Normalerweise startet man mit 2 Aktionspunkten pro Clan. Also der Stamm ist das alles, was wir hier steuern, und es unterteilt in Clans. Einen Clans haben wir. Die Erziehungspunkte gelten jeweils pro Clan. Normalerweise hat man bei Partiestart 2 Aktionspunkte und erforscht den dritten im Laufe der Zeit. Per Rechtsklick können wir ziehen. Jedes Geländefeld, das wir ziehen, kostet uns einen Aktionspunkt. Und wir können auf den Geländefeldern dann Aktionen durchführen. Mit Q und mit E können wir die Karte drehen. Hier seht ihr zum Beispiel Wasser daneben, also würden wir ein Camp niederschlagen, aufschlagen, würde sich unser Wasser, unser Durst schnell lindern, halt, den wir haben. Und auf Bergen kann man nichts Gescheites machen. Wenn man auf ein anderes Feld geht mit der Maus, sieht man alles, was es dort gibt, welche Art von Geländefeld das ist und eventuell welche Ressourcen es dort gibt. Und dann gibt es noch das sogenannte Radialmenü. Das heißt, wenn man einfach darauf klickt, wo man ist, dann gibt es das hier. Und da sind alle Aktionen aufgeführt, die wir im Augenblick hier durchführen könnten. Da hier keine Ressourcen sind auf dem Geländefeld, könnten wir hier vor Ort nichts anderes machen als ein Feuer. Ein Feuer oder also ein Lagerfeuer aufzuschlagen, kostet immer 2 Aktionspunkte. Hat man nur noch einen, kann man das nicht machen. Und es kostet, wie ihr seht, 4,8 Holz, wenn wir das machen würden. Das ist kein fixer Wert, der hängt auch davon ab, was wir im Laufe der Zeit durch Forschung gemacht haben. Jetzt hier noch ein Feld weiter nach hier oben hin. Da
Vorne sind wir gelandet. Und hier seht ihr die Ressourcen auf den Nebenfeldern. Unsere Aktionspunkte sind fast verbraucht. Wir haben nur noch einen. Ihr seht auf der rechten Seite, hier gibt es die Möglichkeit, Gemüse zu sammeln. Und achtet mal drauf, wenn wir mit der Maus auf so ein Geländefeld draufgehen, dann seht ihr ganz links, also da oberhalb von meinem Köpflein, was den Tooltip zu diesem Geländefeld. Also dort gibt es Nahrungsvorräte, dort kann man 20 Gemüse ernten. Wenn man hier oben mit der Maus drüber geht, sieht man, da kann man 20 Flinte, also Feuersteine ernten und hier wieder Gemüse und so weiter und so fort. Und genau, das wurde gerade schon erklärt. Jetzt sind die Aktionspunkte vorbei. Wir könnten nur einen Punkt weiter nach oben hinziehen oder nach unten. Die Augen, die kann man nicht sammeln. Wir ziehen mal einfach mal nach rechts rüber. Jetzt müssen wir eine Runde überschlagen. Der Rundenwechsel ist kein automatischer. Wir müssen manuell klicken auf eine Runde weiter. Im Chat werdet ihr vom Team rund um Wie das in dir betreut. Bitte mal kurz Mods loben, die alle Links für euch haben, oben im Chat angepinnt. Ein Link, der auf die Homepage der türkischen Entwickler führt. Spiel erscheint am 5. Juni in Early Access. Von der Homepage aus findet ihr auf Steam. Dort könnt ihr das Spiel vorbestellen, wishlisten oder ein Follow hinterlassen. Den Entwicklern verschafft er damit Sichtbarkeit und euch die Gewissheit, dass er immer mit Informationen versorgt wird. Das Ganze kostet euch nichts. Wir haben wieder drei Aktionspunkte. Uns wird erklärt, wie der Nahrungsverbrauch läuft. Das habe ich euch gerade schon erklärt. Wir sollen Nahrung finden. Die simpelste Möglichkeit ist, auf ein Geländefeld draufziehen, das Gemüse hat. Wenn man hier links auf die Minimap draufzieht und dann hier mit dem Cursor sich hier bewegt, bewegt sich die ganze Karte mit. Und wir werden gebeten, dort oben hinzuziehen. Das machen wir mal in Etappen. Also wir hätten auch hier unten was sammeln können, aber Tutorial sagt, bitte geh mal hier oben hin. Wir haben viele weitere Geländefelder aufgedeckt und hier können wir jetzt ernten. Wir haben noch einen Aktionspunkt und das Ernten machen wir darüber, dass wir einen Linksklick machen, hier drauf auf das Feld. Und dann ist hier die verfügbare Aktion, einen Aktionspunkt ausgeben, um Gemüse zu ernten. Wie viel Gemüse wir dabei ernten, hängt davon ab, wie viele Clan-Mitglieder wir haben, die in diesem Augenblick für diesen Clan zur Verfügung stehen und welche Sammelfähigkeiten die haben. Also je mehr Clan-Mitglieder mitsammeln, desto mehr kann man ernten. Je höher deren individuelle Sammelfähigkeiten sind, desto mehr sammeln die dann auch ein. Außerdem kann man durch Forschung noch Bonusse bekommen, prozentuale Bonusse auf die Sammelerträge, sodass man im Laufe der Zeit immer effizienter wird. Wir können auch im Laufe der Zeit Werkzeuge freischalten durch die Forschung und dann bestimmte, also Holz, das wir zum Beispiel einsammeln oder andere Werkzeug bei einem Lager, das wir errichten, daraus craften und daraus Gegenstände herstellen, die uns auch einen zusätzlichen Bonus gibt beim Einsammeln von Gemüse beispielsweise. Wir machen hier mal einen Klick drauf und sammeln einmal ein. Haben ein bisschen dazu bekommen, gehen wieder eine Runde weiter hier. Da sind wir. Und das Ziel ist, wir sollen zwei Gemüse von hier sammeln. Machen das noch einmal. Wir sammeln wirklich nicht sehr viel, weil wir nur eine Figur gerade haben. Das ist untypisch für das Spiel. Normalerweise besteht ein Clan aus 4, 5 oder 6 Personen beispielsweise. Wir können auch per Rechtsklick sagen, dass wir alle Aktionspunkte auf einen Schlag ausgeben und alle Nahrung schon mal einsammeln. Ich habe aber einmal einen Linksklick gemacht, das reicht jetzt schon aus. Jetzt wird uns das Thema Wetter und Temperatur erklärt, habe ich euch eben schon erklärt. Das hier oben, wir sind im Frühling. Egal in welcher Jahreszeit wir sind, uns wird immer gewarnt und angezeigt, wie viele Runden der Winter kommt, weil das ist halt die Jahreszeit, die uns potenziell killen kann oder unser Volk dezimieren kann. Und darunter ist dann noch die Anzeige halt des Wetters. Nun ist noch ganz hübsch erklärt, dass es auch von Wetter und Klima abhängt, ob man zum Beispiel eine Erkrankung bekommt oder wie warm man es haben muss und so weiter. Es wird uns erklärt, wie vorteilhaft es sein kann, ein Lagerfeuer zu haben. Dafür gibt man einmalig Holz aus und von dort aus kann man dann auch übrigens aus der Umgebung, also von allen Geländefeldern aus einem Feld Umgebung auch Sachen einsammeln, ohne dass sich der ganze Clan dorthin bewegen muss. Das ist eine sehr effiziente Methode. Man kann das allerdings nur machen auf den Geländefeldern, die auch frei sind.
Also wenn ich hier einen Klick nochmal drauf mache, dann wird uns nicht angeboten, ein Lager zu machen. Es muss ein leeres Geländefeld sein oder eines, das für ein Lager gut geeignet ist, wie eine Höhle beispielsweise in einem Berg. Jetzt hier rechts einmal rüber, da sammeln wir noch ein bisschen Holz ein, obwohl wir schon welches haben. Und das ist auch das Ziel, das wir holen sollen. Bitte Holz einsammeln für Craften, Herstellen von Gegenständen geeignet oder dafür halt ein Feuer zu machen. Wir sammeln einmal hier vorne ein oder wir geben mal einfach alle Aktionspunkte. Wir haben ja nur noch einen. Einmal dafür aus. Eine Runde weiter. Wir haben ja keine Aktionspunkte mehr. Da sind wir wieder. Und wir, das Tutorial empfiehlt uns, so viel Holz zu sammeln, dass wir auch tatsächlich ein Lagerfeuer machen können. Dafür gibt es halt einen Mindestwert. Ihr seht nochmal im Radialmenü, dass man hier auf dem Geländefeld das Ressourcen hat, kein Camp machen kann. Ich mache mal einen Rechtsklick hier drauf, alle drei Aktionspunkte, einmal Holzfette einsammeln. Und jetzt wird uns angezeigt, dass es hier oben eine Höhle gibt. Da sollen wir mal rauflaufen, weil das der ideale Platz dafür ist, ein Camp zu machen. Wir haben aber keine Aktionspunkte mehr, können nicht weiterziehen, klicken nochmal hier drauf. Oben links habt ihr gesehen, dass wir jede Runde etwas Nahrung verlieren. Klar, wir müssen uns von unserem Proviant ernähren. Und wenn ihr auch mal freundlicherweise nach rechts einen Blick werft auf unsere Bedürfnisse. Es regnet im Augenblick. Wir müssen uns um den Durst keine Sorgen machen. Satt sind wir auch. Einfach deshalb, weil wir gerade essen konnten. Unsere innere Wärme geht zurück. Wir sollten möglichst bald ein Lagerfeuer errichten und ein bisschen Wärme wieder tanken. Und im Geselligkeits- und Sicherheitswert. Gesellig sind wir im Augenblick nicht sonderlich. Wir sind ja nur eine Person. Wir ziehen da rechts weiter. Hier vorne gibt es... Ah, das ist auch eine sehr schöne Sache. Da kann ich euch noch ein schönes anderes Spielfeature zeigen. Seht ihr, was dort liegt? Tote Tiere. Da seht ihr zwei tote Tiere. Und, um es mal ganz offen zu sagen, wir sind keine Gourmets. Wir sind Gourmands. Franzosen oder Französen... Französischkenner wissen, was ich meine. Gourmets sind Feinschmecker, Gourmands sind Vielfraße. Und in der Zeit, in der wir uns leben, in der wir uns hier leben und bewegen, geht es darum, uns den Bauch voll zu schlagen. Und im Zweifelsfalle fressen wir sehr gerne Aas. Man kann Tiere erjagen gehen, dann muss man mit denen kämpfen. Aber die effizienteste Möglichkeit ist doch einfach, sich an den Resten gütlich zu tun, die irgendwelche anderen Jagdtiere liegen gelassen haben. Wenn noch ein paar Maden im Fleisch sind, hey, Fleischeinlage in einem Stück rohen Fleisch ist Doppelfleisch. Alles okay. Wir ziehen hier einmal rechts rüber. Sind hier vorne, klicken hier einmal drauf. Hier wird es auch erklärt, wie das mit den toten Tieren funktioniert. Und wir können hier auch Leder sammeln beispielsweise. Auch eine andere coole Ressource für Kleidung beispielsweise gut geeignet. Und wir sind mit der Maus hier drüber und schaut bitte wieder, was oben im entsprechenden Fenster drin steht. Hier könnten wir 140, das ist extrem viel, 140 Rohfleischeinheiten sammeln, die im Laufe der Zeit übrigens natürlich verwesen und weniger werden. Und bis zu 50 Leder. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Ich gehe mal mit der Maus über ein Tier und drücke mal auf die mittlere Maustaste. Nee, das gibt später, kann man sich Hinweise, Hinweisinfos zu den Spielen noch, zu den Tieren noch anzeigen lassen. Ein Linksklick, wir sammeln einmal etwas Leder. Aktionspunkte wieder beendet, noch einmal auffüllen. Genau, wir haben hier Megafauna. Sehr gute Erklärung von Crazy Cat Lady. Es gab eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, die Prähistoriker oder die Paläontologen nennen das die Megafauna. Und das ist die Zeit, wo die Wildtiere halt riesengroß waren. Und das betrifft nicht nur die prähistorischen Dinosaurier, sondern auch die Säugetiere waren damals einfach viel, viel größer, eine ganze Weile lang. Und jetzt sammeln wir noch ein bisschen was ein. Wisst ihr was, wir machen mal einen Linksklick und sammeln mit allen drei Aktionspunkten Unmengen von Leder. Das haben wir geschafft. Wir haben noch genug Nahrung. Wir können nach rechts rüberziehen. Ja, aber WB hat ein bisschen vorgespielt. Ich weiß, für das Entfachen eines Lagerfeuers brauchen wir Minimum zwei Aktionspunkte.
Wir haben zwei Punkte jetzt. Wenn ich jetzt mit einem Punkt rüberziehe nach oben, dann habe ich einen Punkt übrig, mit dem ich nichts Gescheites anfangen kann. Deshalb mache ich ja nochmal einen Linksklick und sammle noch ein bisschen von dem rohen Fleisch ein. Lecker, köstlich. Rohes Fleisch. Mit dem letzten Aktionspunkt ziehen wir jetzt hier oben rein. Da sind wir. In dieser Höhle. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier anscheinend willkommen geheißen werden und nicht vertrieben werden. Das Spiel hat eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit, dass hier Raubtiere sind oder vielleicht auch andere Stämme. Das bekommt man dadurch angezeigt, dass wenn man in eine solche Höhle reingeht, es gibt öfters Events, die getriggert werden, ausgelöst werden. Entweder von dem Standort, in dem wir sind, oder auch von unseren Werten, die wir rechts haben. Also wenn wir zum Beispiel ein geringes Sicherheitsbedürfnis haben oder ein geringes Sicherheitswert haben oder einen sehr geringen Geselligkeitswert haben, dann kann es passieren, dass es zu Raufereien kommt in unserem Camp. Also unsere Leute zum Beispiel, also unsere Clanmitglieder miteinander raufen um das Fleisch und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie wir diesen Streit beilegen. Auf die eine oder auf die andere Weise, je nachdem, wie weit wir mit der Forschung mittlerweile sind. Wir klicken ja einmal per Links rein und wir haben die Möglichkeit, ein Lagerfeuer zu machen. Zwei Aktionspunkte kostet es, ist aber ausgegraut, weil kein Aktionspunkt mehr da. Einmal hier unten wieder drauf geklickt. Da sind wir wieder. Nochmal ein Linksklick drauf und ein Lagerfeuer, zwei Aktionspunkte. Und von unseren 25 Holzvorräten bekommen müssen wir ein bisschen jetzt ausgeben. Ein einzelnes Clanmitglied hier unten drin. Das Spiel wird im Laufe der Zeit noch weit komplexer. Schaut mal unten. Unten gibt es noch weitere Anzeigen. Forschungszentren, Forschungsbildschirm. Oder hier links ein Policy, ein Politikbildschirm. Dann gibt es nur einen fürs Inventar. Da kann man Gegenstände craften oder unseren Leuten Befehle geben, wo sie Ressourcen einsammeln sollen. Und eine allgemeine Ansicht des Stammes. Kommt alles nochmal im Laufe der Zeit dazu. Und nochmal der kurze Hinweis, auf Twitch geht's jetzt weiter, auf YouTube nochmal der Hinweis, mehr Infos zum Spiel hier drunter in der Textbeschreibung, ein Link, der auf die Homepage der türkischen Entwickler führt. Von dort aus geht's weiter Richtung Steam-Shop-Seite. Spiel erscheint im Early Access zum 5. Juni des Jahres 2024 und ist erstaunlich umfangreich dafür, dass es Early Access ist. Man kann jetzt schon viele Stunden damit spielen. Genau das habe ich auch mit euch vor. Playlist auf YouTube eingeblendet. Wenn ihr auf YouTube neu seid auf dem Kanal, Follow hinterlassen, Playlist folgen, wenn ihr möchtet, sehr gerne.